Hallo Jungs, ein kleiner Wort zu meinem UT4. Ja, ich hatte eine Panne mit dem Ding. Jetzt denken natürlich die meisten, ja, ist ja klar, das ist ein Crawler, der hat einen riesen Brushless-Motor eingemacht, das ist ein Rowdy, hat alles zerschmettert. Und die anderen denken, ja okay, aber die Echten fahren ja so fett, also es ist normal, dass er so weiß heiß gemacht hat, aber war es ja nicht dein Diff rausgeflogen, sowas. Das dachte ich auch. Und nein, der Geräusch kam von vorne. Und man spürte das Kraggeln in der vordere Welle, aber es war nicht das Frontdiff. Dann erst fing ich an zu schwitzen. Es ist jetzt das Getriebe, aber auch nicht. Was passiert ist, ist, dass die Original-Motorritzel explodiert ist. Also erstmal ein Zahn nur angebrochen. Das war ja das grausame Geräusch auch beim Fahren nach einer halben Stunde. Und am Schluss ist sie total zerschmettert. Also ich war ja schon zu Hause, aber ich wollte es probieren. Dann habe ich ein paar Mal Gas und gebremst und dann ist es knallt und das war's. Also ging das echt 10 Minuten um die ersetzen. Wo ich fertig war, war ich zufrieden, habe es rau probiert. War alles viel leiser, weil ich hatte keine 12er mehr, hatte einen 13er. Also ist die Verzahnung ein bisschen anders versetzt, weil wir haben ja hier Löcher, um den Motor zu montieren. Können nicht einstellen, wie wir wollen. Aber es ging. Dann war alles ein bisschen leiser, war ich zufrieden, habe wieder alles zusammengebaut, was wieder laut, weil das Problem kommt von der Motor- und Getriebeabdeckung. Das Money the best! Ja, auf jeden Fall ist es schade, dass das Ding so laut ist, weil ich hätte wirklich gern hier den Soundmodul drin gehabt, aber das Getriebe ist einfach zu laut, es geht nicht. Deswegen habe ich hier dort den anderen Kyosho Fox genommen. Ich habe ja einen als Formula Offroad umgebaut, aber der hat ja die Vierlenkaufhängung. Ich mache ja das auf den normalen, auf den alten, weil der war besser als auf Formula Offroad mit ohne den Vierlinks. Und der Vierlink Fox baue ich auch mit CVD-Wellen, teleskopische CVD-Wellen. Crawler-Reifen und dann machen wir ein echter, leiser 1:8er Crawler mit fettem Soundmodul. Ich mag das. Tschüss.